Hallo, ich begrüße euch erneut im Alien Isolation Universum. Wir befinden uns immer noch in der Haut von Amanda Ripley auf der Suche nach ihrer Mutter Ellen Ripley, beziehungsweise wollen wir herausfinden, was los ist, denn auf dieser Raumstation befindet sich ja der Flugschreiber, beziehungsweise haben wir ihn schon gefunden, aber er ist nicht da. So, das Alien, beziehungsweise Friedrich, stiefelt hier rum, ist gerade in einen Lüftungsschacht verschwunden. So, wir haben in der letzten Episode das Evakuierungsverfahren eingeleitet, beziehungsweise die Evakuierungsverfahren. Und jetzt wollen wir zurück zu Taylor and Samuels. Denn Taylor ist ja verletzt und wir haben dieses ganze Schlamassel hier erlebt, weil wir ein Medikit für Taylor besorgen wollten. Dann gehen wir... Ich möchte jetzt nochmal rechts in diesem... rechts in diesem Pönöpel da, wo steht zu Krisenstabilisierung. Da möchte ich nochmal gucken, ob da was drin ist. Und dann gehen wir hier runter. Dort entkommen sie durch den Empfang der Krankenstation. Da wollen wir hin. So, die Menschen hier sind ja alle totgemacht worden von Friedrich. Und hier habe ich ja einen Androiden, den guten alten C3PO, kalt gemacht. Aber ich werde das Spiel so lange spielen, bis ich es hinkriege, dass Friedrich einen Androiden killt, weil wir das Alien auf diesen Androiden ansetzen. Oder so. Gut, Schluss mit lustig. Ich guck mal hier, ob die Luft rein ist. Nee, rechts. Scheiße! Scheiße! Kacke! Was geht denn da ab? Ich muss lauter machen, ich höre das. Ich höre Friedrich kaum. Oh, Kacke! Ich habe 3 Wochen daran gearbeitet, euch diese Info am Anfang zu geben. Und jetzt sowas. So. Aktuellen Spielstand laden, machen wir. Scheiß! Ich glaube, er hat nämlich dann den Bewegungsmelder gehört, beziehungsweise es. Scheiße. Wo ist er? Ich versteck mich hier unter. Ey, jetzt geht das schon wieder los. Ich will viel schaffen und jetzt schon wieder so ein Schlamassel. Geh weg, du Scheißvieh! Ich bin ja eine Frau, geh weg, du Scheißvieh! Jetzt ist mir das hier alles zu laut. Nein, ist es nicht. Aber ich habe immer noch die Probleme mit dem Mikrofon. Vielleicht kann mir jemand helfen. Denn mein Headset nimmt auch den ganzen Ton vom Spiel auf. Er ist immer noch da. Das gibt's doch nicht. Mein Headset nimmt den ganzen Ton vom Spiel auf und ich weiß nicht warum. Ich habe keinen Audiomixer eingestellt oder so. Ich habe eingestellt, dass der Ton vom Mikrofon, vom Headset aufgenommen wird. Aber ich habe immer noch leise den Ton vom Spiel. Das gibt's doch nicht. Ja, was geht denn hier ab? Verpiss dich. So, jetzt geht da... Ich probiere nur einmal mal. So, lag hier nicht mal was? Nee. So, wo ist das? Wo ist die Kammer hier? Geht der gar nicht auf? Wieso steht das denn hier? Nein! Alter! Dieser dreckige Hurensohn, der gesagt hat, das war irgend so ein b***tes Stück Scheiße, der für irgendeine Zeitschrift schreibt und sagt, oh, das Alien kommt einem eigentlich weniger entgegen. Man hat mehr mit den Menschen und Androiden zu kämpfen. Der hat wohl auf Ultra Noob gespielt, dieser der sollte gefeuert werden, dieses Stück Scheiße. Eine Lüge, was der in die Welt gesetzt hat.
Unfucking fassbar. Ich kann hier keine 2 Meter laufen, ohne dass dieses behinderte Mistvieh hinter mir her ist. So ist die Tür hier zu. Dann gehen wir hier rein. Und da lang. Dann gehen wir einfach mal hier unten lang. Scheiße. Sackgasse. Da müssen wir lang. Oder? Ja. Wir gehen einfach mal. Ey, schon 2-mal krepiert in wie viel Minuten? Wenn ich nicht so viel gelabert hätte, waren es vielleicht 2 Minuten. Ja, halt die Klappe, du blöde Kuh. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir jetzt sind. Gehe ich nicht in die falsche Richtung? Keine Ahnung, wir gehen einfach mal. Das Vieh hat mich gerade so demoralisiert. Es ist hier drin. Nee, es ist da oben. Ey, das... Ich komme darauf gerade voll nicht klar. Ich komme da gerade voll nicht drauf klar. So, das war falsch. Das auch. Wo gehen wir ein Stockwerk hoch? X und... Ja. So, da müssen wir hin. Und da... Ich glaube, ich bin... Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mann! Ey, das Vieh, das... Bin ich froh, wenn ich irgendwann einen Flammenwerfer habe. So, jetzt müsste es im Lüftungsschacht sein, wenn ich es richtig gehört habe. Und jetzt sind wir wieder hier. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Dann gehen wir nochmal da lang wieder. Dann gehen wir nochmal hier lang. Also das, ich bin gerade richtig demoralisiert. Ich bin gerade richtig am Weinen. Was? Das ist schon wieder genau hier. Ey, was geht denn hier ab? Wie soll ich denn hier rauskommen? Nur wenn ich jetzt hier hochgehe... ...in diese Richtung gucke... Keine Ahnung. Ich werde mal... ...mich mit Molotow-Cocktails ausrüsten, aber ich weiß gar nicht, wie lange sie braucht, um die zu zünden. Ja... So ziehen wir schon mal Aufmerksamkeit auf uns. Das ist doch scheiße. Ey, was soll ich denn? Ich bin gerade voll angepisst. Wir werden sowieso tot gehen. Ey. Ich werde da hinten Geräuschmacher reinwerfen. Ich werde da einen, da haben wir noch 2 Stück. Da werde ich jetzt einen Geräuschmacher reinwerfen. So, jetzt hol. Hol, Friedrich, hol.
Hol, 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 hol. So. Ist er jetzt hier drin? Nee, wenn ich Glück habe, ist er auf den Geräuschmacher angesprungen. Ja. Er ist hier. Oder in den Lüftungsschächten. Ich höre ihn stampfen. Bei all dem Lärm hier. Ich höre es. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich jetzt das Lied könnte. Scheiße, welche Taste muss ich drücken für Luft anhalten? Musste ich noch nie machen bei Gamepad. Ich spiele ja immer noch mit Gamepad. Ich habe da hinten Geräuschmacher hingeschmissen. Ist das Vieh schon wieder hier? Ich habe auch nicht gehört, dass er in Lüftungsschacht verschwunden ist. Ich weiß auch nicht, ob in diesem Gang einer ist. Aber er... Ansonsten... Jetzt bewegt er sich. Ja, er ist nämlich noch da. Er stand, der Penner. So, wo geht er hin? Da hinten sind zwei Androiden, Menschen, was auch immer. Komm ich hier nicht raus? Ich will hier raus. So, jetzt geh mal da gerade aus diesem Gang lang, bitte. Ey, es ist eine Sache von 30 Sekunden, zum Ziel zu kommen. Und für mich dauert schon wieder 10 Jahre. So, jetzt ist er im Lüftungsschacht. So. Oh. Ganz schön dunkel hier. Wo ist er jetzt hingegangen? Hier ist er. Da will ich hin. Nein, da will ich hin. Ich werde mal eine Leuchtbühne. Fackel. Oder. Ne, ich nehme eine Leuchtfackel. So, hat er gewittert? Hat er die Fackel gewittert? Ja. Mein Herz. Zwischensequenz. Nein! So, was soll ich jetzt machen? Entkommen Sie! Ja, wohin? Wohin? Geradeaus! Hier ist überall Feuer!
Also durchsuchen werde ich hier schon mal nicht. Was ist das? Bindemittel, Bindemittel, Inventar voll. Was, kann ich hier was machen? Nee. So geht es jetzt alles kaputt hier oder was? Ich guck mal auf die Karte. Hinter mir ist was. Irgendwas, ach so. Leuchtfackel. Abspielen. Lingard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben können. Ich erwarte Ihren Anruf. Ich rufe dich nicht an. Du bist tot. Du hast mich allein gelassen. Durchsuchen. Leer. So, ich möchte irgendwas bauen, wo ich Bindemittel brauche. Wie sieht denn mein Bindemittel eigentlich aus? Bindemittel hat dieses, hat diese drei Sternchen. Die sind voll. Medikit. Bauen wir mal. Da brauchen wir einmal subkutane Impfpistole. Achso, die ist schon drin. So, da einmal Bindemittel und einmal Komponente B. Bauen wir das Teil. Ich schau mir auch mal eins rein. Ich schau mir mal eins rein. So. Und dann baue ich mir noch ein Medikit. Und 10 Schrott brauchen wir noch. 50 Schrott nur noch. So, Rauchgranate, Molotow-Cocktail. Brauchen wir keins. EMP-Mine. Oh, da haben wir schon Bindemittel voll. Rohrbombe war ich gerade, ne? Ja. Ja, der Druck. Der Geräuschmacher. Also mit, ich komme da kaum hin. Mit dem Gamepad. So. Auch kein Bindemittel. Dann lassen wir das Bindemittel erstmal. So. Was haben wir hier? Nix. So, ich bin leicht benommen. Ich möchte gerne speichern. Friedrich wurde anscheinend vom Feuer vertrieben, von der Explosion. Was ist das da? Ein Powerriegel? Für die Fitnessleute oder Militärs? Was ist das? Achso, das war ich gerade. Oh Gott. Ich merke nicht mal mehr, dass ich mich bewege. So, wir müssen durch diese Tür. Ist hier ein Lüftungsschacht oder so? Diese Tür. Tür verschlossen. Was ist das? Die ist auch zu. Drucker. Nein, wir drucken oder kopieren jetzt nichts. Karte. So, die Karte haben wir aktualisiert. Was? Dann gehen wir jetzt, das ist zu, dann müssen wir jetzt erstmal nach Norden. Ich will speichern, verdammt. Ich will speichern, aber wahrscheinlich war das gerade, wo die Sequenz war, ein Checkpoint. Dass ich, wenn mir was zustößt, wieder von dort beginne. Oh, ist das eine geile, oh, geile Soundkulisse hier. Aber ich bin in der falschen... Nee, da komme ich nicht rein. Da komme ich doch gar nicht rein. Oh, hier liegt noch jemand. Ist leer.
Was ist passiert? Hä? Hä? Alter, wollt ihr mich verarschen, ihr Dreckigen? Das ist unfucking fassbar heute. Wieso bin ich denn krepiert? Da war doch... wurde ich niedergeschlagen oder was? Oder wie? Es ist unfassbar heute. Das ist unfassbar. Ich komme hier nur noch weiter, indem ich Friedrich ablenke, wie es aussieht. Das hat wohl weniger gebracht, da er nicht im Raum ist. Und oh, Scheiße. So. So schnell geht das normalerweise. Er ist wieder hier. Er ist hier im Raum. Oh, er ist darüber gelaufen. Also er geht nach links. Dann werden wir einfach mal... einfach mal hier rein jetzt. Ich würde gerne eine Sache mal ausprobieren. Nee, doch nicht. So. Das geht aber schnell. So. Dafür haben wir jetzt, keine Ahnung, eine Minute gebraucht. Oder anderthalb Minuten. Ja, und eben haben wir dafür ca. 20 gebraucht. Aber Unterhaltung pur. So entkommen sie. Entkommen sie. Ich glaube, ich wurde tatsächlich niedergeschlagen von irgendwas. Denn das hier ist ein Mensch. Inventar voll. So. Da ist ein Lüftungsschacht. Uncool. So, dann mache ich nochmal fix. Schon wieder die ganze Scheiße hier. Nee, ich will irgendwas machen mit Bindemittel. Bindemittel und Medikit bauen wir uns auch nochmal. Denn wir müssen uns auch... nee, wir hauen uns jetzt keins rein. So, was war denn noch? Bindemittel. Rauchgranate wahrscheinlich. Ja. So, und dann Molotow-Cocktail, oder? Nee. Auch nicht.
So, gut. Ihr Penner. Wie rüste ich mich denn mal aus? Mit einer Rohrbombe für Notfälle?